Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich sehr, dass ich heute die Ehre habe, diesen Parteitag zu eröffnen. Zum einen freue ich mich natürlich ganz besonders, euch hier in meinem Wahlkreis, im Landkreis Bautzen begrüßen zu dürfen. Aber zum anderen, und das ist natürlich viel wichtiger, weil ich denke, dass wir mit ganz großer Zuversicht in diesen Landesparteitag starten können. Ich glaube, ich hoffe, das wird ein guter Landesparteitag für die Linke werden. Und die Grundlagen für einen guten Landesparteitag sind gelegt. Wir haben in Erfurt auf dem Bundesparteitag ein hervorragendes Programm mit überwältigender Mehrheit beschlossen. Wer hätte noch vor einem Jahr geglaubt, dass es der Linken gelingt, sich zusammenzuraufen und ein Parteiprogramm mit so einer überwältigenden Mehrheit zu beschließen? Und auch unser sächsischer Landesvorstand hat die Grundlagen dafür gelegt, dass wir heute, glaube ich, einen guten Parteitag bekommen werden. Und wir blicken natürlich heute bei der Neuwahl des Landesvorstandes auch auf die Bilanz der letzten 2 Jahre zurück. Und wenn wir uns vielleicht erinnern, wo wir vor 2 Jahren gestanden haben, dann war die Situation, so denke ich, im Landesverband um ein Vielfaches schwieriger. Die Ausgangsbedingungen für den neuen Landesvorsitzenden und für den ja auch in weiten Teilen neu gewählten Landesvorstand waren wahrlich keine einfachen. Aber ich denke, wir können heute auf 2 Jahre gute Arbeit im Landesverband Sachsen, auf 2 gute Jahre des Landesvorstandes zurückblicken. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf einige der wesentlichen Punkte einzugehen, die wir gemeinsam in den letzten 2 Jahren geleistet haben. Wir sind in der inhaltlichen Arbeit deutlich vorangekommen. Wir haben vor einem Jahr die energiepolitischen Leitlinien verabschiedet. Damit haben wir uns nicht nur einem der drängendsten Zukunftsfragen zugewandt, und das möchte ich betonen, im Übrigen vor der Atomkatastrophe in Fukushima. Wir haben in diesen energiepolitischen Leitlinien die ökologische Frage mit der sozialen Frage verbunden. Dieser Grundgedanke hat es auch in unser Grundsatzprogramm geschafft. Ich denke, er ist beispielhaft für die Arbeit in den anderen Landesverbänden und kann auch ein gutes Beispiel für unsere Bundestagsfraktion sein. Und heute, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir, ich hoffe, mit einer genauso konstruktiven Debatte die sozialpolitischen Leitlinien beschließen. Damit widmen wir uns wieder einem unserer ureigensten Themen unserer Sozialpolitik zu. Wir stellen als Linke das Soziale in den Mittelpunkt. Ich bin mir ganz sicher, dass die Grundlage des vorgelegten Entwurfs heute eine gute Grundlage für eine gute Diskussion zur Sozialpolitik werden wird. Dazu hat sicherlich beigetragen, dass die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Katja Kipping und Dietmar Pellmann sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Sozialpolitik miteinander vereint hat. Und so können wir, das hoffe ich zumindest, auch in Bautzen beweisen, was uns vor 2 Wochen auch in Erfurt gelungen ist. Wir können uns auf gemeinsame Positionen einigen, wir können unsere Kernthemen wieder in den Mittelpunkt stellen und wir können endlich die Nebenkriegsschauplätze verlassen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir können damit unseren Kritikerinnen und Kritikern noch zeigen, dass wir als Linke nicht nur Fragen stellen können, dass wir nicht nur den Finger in die Wunde legen, sondern dass wir auch Antworten haben und dass wir auch Konzepte haben, die die Menschen überzeugen und die an ihren realen Problemlagen anknüpfen. Das ist ein Ansatz, dem wir uns auch auf Bundesebene verstärkt zuwenden sollten. Ich denke, es wäre ein wichtiger Schritt für mehr Glaubwürdigkeit, dass wir nicht nur kritisieren können, sondern dass wir als Linke auch in der Lage sind zu sagen, wie es gehen kann. Und mit den sozialpolitischen Leitlinien können wir sagen, wie wir die Sozialpolitik in Sachsen anders und besser gestalten wollen. Liebe Genossinnen und Genossen, natürlich ist auf inhaltlichem Gebiet auch sonst noch viel passiert. Ich denke an die vielen Landesforen zur linken Wirtschaftspolitik, zu den kulturpolitischen Leitlinien, an die kommunalpolitische Arbeit, an die Bildungspolitik und an vieles mehr. In all diesen Fragen ist sehr viel geleistet worden und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem Landesvorstand für die geleistete Arbeit in den letzten 2 Jahren sehr herzlich zu danken. Vielen Dank an den Landesvorstand.
Liebe Genossinnen und Genossen, ein anderes Beispiel, wo die Sächsische Linke, denke ich, eine ganz gute Figur gemacht hat, das ist die Programmdebatte. Ich habe es immer wieder und an verschiedenen Stellen gesagt und ich glaube, als Bundesgeschäftsführerin kann ich es auch beurteilen, in keinem anderen Landesverband ist die Programmdebatte so intensiv und unter so breiter Beteiligung der Basis geführt worden wie in Sachsen. Es sind ganz viele Vorschläge der Basis aufgegriffen worden. Der Sächsische Landesverband hat über 100 Änderungsanträge noch auf dem Bundesparteitag gestellt. Es wird niemanden verwundern, dass es nicht bei allen für Begeisterung gesorgt hat. Aber unterm Strich waren wir erfolgreich. Über 3/4 unserer Änderungsanträge haben es ins fertige Programm geschafft. Das ist ein guter Erfolg für den Sächsischen Landesverband. Aber viel wichtiger ist natürlich den Selbstverständigungsprozess der Partei, der damit befördert wurde. Es ist uns gelungen, bei allen Differenzen, bei inhaltlichen, strategischen und politischen Differenzen wieder unsere Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Das hat uns stark gemacht, das hat auch unsere Partei wieder nach vorne gebracht im Kampf um eine bessere, um eine gerechtere Gesellschaft. Wir haben aus Sachsen beispielsweise die Vorschläge für eine solidarische Mindestrente in dem Programmentwurf verankern können. Eine solidarische Mindestrente, die Armut im Alter verhindert und die allen zusteht, also nicht nur den Erwerbstätigen, die so und so viele Rentenpunkte angesammelt haben. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und ich glaube, dass das Thema einer Mindestrente, mit der wir als Linke sagen können, kein Mensch soll unter 900 Euro im Alter leben, eines der zentralen Themen sein wird, dass wir auch in den ostdeutschen Landesverbänden ganz groß in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen müssen. Wir haben aus Sachsen auch den Vorschlag für eine Kindergrundsicherung, die allen Kindern zugutekommt, im Parteiprogramm verankern können. Das sind konkrete, das sind begreifbare Forderungen. Kein Kind, kein Rentner, keine Rentnerin soll in Armut leben. Ich bin sehr froh, dass diese Vorschläge aus Sachsen es in unser Grundsatzprogramm geschafft haben. Ich glaube, dass es wirklich eine Bereicherung für unser Grundsatzprogramm ist. Liebe Genossinnen und Genossen, und mit der Losung von Mindestlohn, Mindestsicherung, Mindestrente haben wir als Linke eine gute Grundlage geschaffen auf sozialpolitischem Gebiet. Wir sind mit dieser Losung sehr gut aufgestellt. Ob damit, wie es im Eingangssong geheißen hat, der Kapitalismus nun endlich vorbei ist, das mag ich nun heute auch in Frage stellen. Aber ich denke, wir sind dem Gedanken zumindest ein Stück näher gekommen. Und vor allen Dingen haben wir Ideen, Konzepte und auch Visionen entwickelt, wie eine andere Gesellschaft möglich ist, wie ein demokratischer Sozialismus möglich ist. Auch das war der Erfolg von Erfurt. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Beiträge haben aus Sachsen zum Erfolg des Erfurter Parteitages beigetragen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um auch der Sächsischen Grundsatzkommission und mich vor allen Dingen bei der Grundsatzkommission und bei Stefan Hartmann sehr herzlich zu bedanken für die intensive Zusammenarbeit und für die Kernarbeit am Grundsatzprogramm. Ich denke, diese Arbeit hat sich gelohnt. Und wo wir schon bei Dankesworten, bei Lob und Anerkennung sind, dann möchte ich auch bei dieser Öffnungsrede nicht unerwähnt lassen, dass unsere Linksjugend in diesem Monat 10 Jahre alt wird. Ich gratuliere an dieser Stelle ganz herzlich. Applaus